Dankeschön. Vielen Dank. So. Danke, nein. Auf diese Weise kann man schon mal Wissenschaftlichkeit vortäuschen. Das wird auch nötig sein auf dem Feld, auf dem wir uns heute bewegen, um nicht gleich in die Ecke der Verschwörungstheoretiker gedrängt zu werden. Ganz aktuelle Anlässe. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung von Fuchs zu Vogel. Jetzt mal so. Das ist die Kanzel, an der ich jeden Sonntag arbeite. Irgendwann kennt man das mal. Weltherrschaft als neue Weltordnung, The Great Reset, Fragezeichen. Aufmerksame Leser haben sicher bemerkt, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Thema formal ein großer Unterschied bestand. Die Wiederkunft Jesu, dein Reich komme, Ausrufezeichen. Jetzt Great Reset, Fragezeichen. Nun, sollte das Fragezeichen vielleicht den seriösen Analytiker vom Verschwörungstheoretiker unterscheiden? Und vielleicht auch die Höhe des Bücherstapels. Wobei es ein Alarmsignal für den Zustand unseres gesellschaftlichen Diskurses ist, dass viele der öffentlichen Stichwortgeber, viele dieser öffentlichen Stichwortgeber verstehen sich dann auch zugleich als Diskurswächter, dass viele diesen Unterschied eliminieren wollen zwischen seriösem Analytiker und Verschwörungstheoretiker. Ob mit oder ohne Fragezeichen, sagen sie, am liebsten müssten bestimmte Themen ganz von der Tagesordnung verbannt werden. Nun, das ist ein probates Mittel. Verschwörungstheorie, man nennt das auch Labeling oder Zuschreibung. Hefte einer kritischen Frage das Etikett Verschwörungstheorie an, dann hast du gute Chancen, das Thema fortan meiden zu können. Sie können das ja schon mal gegenüber Ihrer Ehefrau oder so versuchen. Wenn Ihre Frau irgendetwas Negatives Ihnen vorwirft, dass Sie irgendetwas nicht getan haben oder so, dann müssen Sie einfach sagen, du, das ist eine Verschwörungstheorie. Ja? Und wenn Ihre Frau tagsüber genügend Medien konsumiert hat, wird das Signalwort wahrscheinlich auch schon helfen. Dann müssen Sie sich nämlich nicht mehr der Frage nach richtig oder falsch stellen oder mit lästigen Argumenten oder gar beunruhigenden Gedanken auseinandersetzen. Labeling macht's möglich. Labeling ersetzt den Wahrheitscheck und wirkt Rückfragen ab. Manche halten es sogar in der christlichen Szene für besonders fromm, etwa gegenüber dem Handeln des Staates keine kritischen Fragen zu stellen. Und dem Narrativ der Herrschenden, also der Weltdeutung der Herrschenden, erstmal zu unterstellen, dass sie es doch nur gut meinten und nur unser Bestes wollen. Diese Christen verstehen ihre Haltung als Ausdruck einer Unterordnung gegenüber dem Staat und sie meinen damit schon, ihrer Verantwortung als Bürger ausreichend Genüge getan zu haben, wenn sie der Regierung unterstellen, sie meinen es doch nur immer gut und wollen doch immer das Beste. Und deswegen müssten wir uns auch gar nicht so kritisch mehr mit ihr auseinandersetzen. In einem Thesenpapier, das vor einigen Monaten durch viele Gemeinden lief, stand der Satz, ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Und dann wird als ein Beispiel also etwa die Ehe für alle genannt. Das heißt, wenn die Christen nicht gezwungen werden, selber in Ehen für alle zu leben, haben sie auch keinen Anlass, diese Gesetzgebung des Staates zu bekämpfen. Und mit Bekämpfen ist wohl hier gemeint, öffentlich zu kritisieren. Dabei, wozu fordert uns die Bibel eigentlich auf? Wir sollen alles gründlich prüfen. 1. Thessalonicher 5, 21. Prüfet alles. Wir sollen uns nicht dieser Welt, das heißt dem Zeitgeist, anpassen, wie es Paulus ganz programmatisch formuliert in Römer 12, Vers 2, wo er schreibt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene? Wir sollen ferner, 2. Korinther 10, Vers 5, alle Gedankengebäude, und das heißt eben auch alle Ideologien und Konzepte der Bewertung Christi unterwerfen. Wie Paulus schreibt, wir sollen es gefangen nehmen unter den Gehorsam gegenüber Christus.
Und wir sollen, wie Jesus uns lehrt, mit der Bösartigkeit und Machtgier der Herrschenden realistisch rechnen. So sagt es unser Herr in Markus 10, Vers 42. Immer wenn ich blättere, können Sie ein bisschen durchatmen. Markus 10, Vers 42. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Wir sollen schließlich die Zeichen der Zeit erkennen, Matthäus 16, Vers 3. Und deshalb werden uns schon im Alten Testament die Söhne Isaschar als vorbildlich dargestellt, 1. Chronik 12, 33, weil sie Einsicht in die Zeiten hatten und deshalb wussten, was Israel tun muss. Und in diesem Sinne stellen wir uns nun dem mir aufgetragenen Thema und fragen: Wer hat uns dieses Thema eigentlich auf die Tagesordnung geschrieben? Irgendwelche geheimen Verschwörungstheoretiker bei Gateway? Und unser Ausgangspunkt ist und unser Ausgangspunkt ist dabei das biblische Thema, nämlich der Anspruch Jesu. Damit geht es los. Er ist der Herr. Jesus reklamiert die Herrschaft für sich. Matthäus 28, 18. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und damit tritt jetzt jeder andere globale Herrschaftsanspruch in Konkurrenz zu Christus. Die Geschichte bestätigt, dass alle Weltherrschaftskonzepte explizit oder implizit, ausgesprochen oder unausgesprochen, letztlich einen religiösen Anspruch erhoben haben und damit zwangsläufig in einen totalitären Gegensatz zur Gemeinde Jesu treten mussten. Die Kommunisten glaubten an die klassenlose Gesellschaft, die Nationalsozialisten an das Rasseprinzip. Beide wollten eine Weltordnung und beide versprachen eine strahlende Zukunft. Sowohl die Eschatologie des Nationalsozialismus als auch die Eschatologie des Kommunismus. Beide erhoben den Anspruch, tief in das Leben der einzelnen Menschen hinein zu regieren und damit auch der Familien, was immer ein klassisches Zeichen des Totalitarismus ist. Also dieser starke Konversionseifer. Wir wollen ran, schon an die Kinder, schon ab der Krippe, so schnell wie möglich. Und deshalb ist die Grenze zur Wachsamkeit, ist die Gemeinde zur Wachsamkeit gegenüber allen totalitären Ansprüchen aufgerufen, hier eine Grenze zu ziehen. Die Gemeinde ist gefordert, sich den Totalitarismen nicht willfährig zu beugen, damit würde sie nämlich ihrem Herrn untreu werden, der allein die Herrschaft für sich beansprucht. Und das war eine große Not vieler christlicher Gemeinden in Deutschland, dass im letzten Jahrhundert manche Leiter bis weit in die 30er Jahre hinein immer noch zur Loyalität gegenüber Hitler aufgerufen haben. Obwohl sein Kampf gegen die Kirchen und sein Vernichtungsfeldzug gegen das Volk Israel offen zutage lag. Es müsste im Grunde genommen dann jede Denomination ihre eigene Geschichte daraufhin untersuchen. Andreas Steinmeister hat das etwa für die Brüderbewegung aufgezeigt. Ihr aber seid alle Brüder und dort gibt es ein Kapitel über das Verhalten bestimmter Gremien in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich sage das, was ich jetzt eben gesagt habe, dieser Vergleich mit den 30er Jahren, jetzt kommt also ein Disclaimer, wenn Sie so wollen. Ich sage das nicht, um eine Gleichheit der Situation zu behaupten, sondern ich bringe die 30er Jahre als ein historisches Beispiel dafür, dass auch evangelikale Gemeindeleiter blind sein können gegenüber totalitären Ansprüchen. Und wenn sie das sind, fügen sie ihrem Hirtendienst und den ihnen anbefohlenen schweren Schaden zu. Noch einmal müssen wir uns also mit dem Great Reset befassen. Gerade noch rechtzeitig vor unserer Tagung, und ich denke, das war nicht auf unsere Tagung bezogen, erschien in dieser Woche das breit gestreute Rundschreiben eines weitgereisten Redners in der christlichen Szene, der die Warnung vor dem Great Reset als ein Paradebeispiel für Verschwörungstheorien präsentierte. Kennzeichen von Verschwörungstheorien seien ein überzogenes Grundmisstrauen gegen Politiker und Wirtschaftslenker,
denen man böse Absichten und Motive unterstelle. Und dann zitierte er diesen Satz. Also ein Mahnruf aus dem Mai 2021. Und dann zitierte er folgenden Satz. Deutschland ist auf dem Weg der großen Transformation unter der Führung von Angela Merkel, Annalena Baerbock und Klaus Schwab. Auch Great Reset genannt ist dieses Konzept der Aufbau einer globalen neomarxistischen Diktatur. Nun, der zitierte Satz ist so wirklich holzschnittartig. Ich würde ihn auch nicht in dieser Weise so ungeschützt formulieren. Ich weiß auch nicht, ob der wirklich von irgendjemandem formuliert wurde. Es ist hier keine Quelle angegeben. Oder ob das nur stilisiert zusammengefasst ist. Für das fehlende Komma bin ich auch nicht verantwortlich. Ich habe es einfach mal so weitergegeben. Aber Wilfried Plock, der diesen Text zusammen mit einem Mitautor geschrieben hat, fordert auch keine Differenzierung. Er setzt sich mit dieser These auch nicht auseinander, sondern ordnet sie einfach den Verschwörungstheoretikern zu. Die Warnung vor diesem Konzept des Great Reset in Verbindung mit dem Hinweis auf Frau Merkel und Herrn Schwab erhält somit das Etikett Verschwörungstheorie. Und im selben Atemzug wird noch vor überzogenem Grundmisstrauen gegenüber Politikern gewarnt. Ich frage mich, was Wilfried Plock wohl zu den Worten unseres Herrn gesagt hätte, die wir eben aus Markus 10, Vers 42 gehört haben. War Jesus ein Verschwörungstheoretiker? Was geschieht hier? Das Labeling ersetzt die Analyse durch eine normative Bewertung. Verschwörungstheorie. Und damit drängt man die andere Meinung an den Rand des Diskurses und erspart sich selbst praktischerweise die Auseinandersetzung in der Sache. Es gibt einen interessanten Text des Philosophen Professor Daniel von Wachter, bereits aus dem letzten Jahr, wo er sich mit Verschwörungstheorien bzw. diesem Vorwurf der Verschwörungstheorie auseinandersetzt und sagt, dass der Begriff als solcher noch überhaupt nichts besagt. Und er schreibt dort, dass der rationale Mensch, also das darf man ihm als Philosophieprofessor unterstellen, vor allem sich von den Indizien leiten lässt. Er lässt sich zum Beispiel nicht, schreibt Professor von Wachter, durch folgende Aussage der Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Ansprache vom 18.03.2020 beeinflussen, wo Frau Merkel bekanntlich sagte, Zitat, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Das wäre so ähnlich, als wenn ich sagen würde, glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur denen, was ich Ihnen hier sage und was Sie über meine Homepage finden. Und von Wachter kommentiert das und sagt, einige Verschwörungstheorien werden wahrscheinlich wahr sein. Und wer annimmt, dass von vornherein annimmt, dass alle Verschwörungstheorien falsch sind, wird nie Verschwörungen aufdecken. Und dann bringt er ein sehr schönes Beispiel und sagt, so wie jemand, der annimmt, dass Frauen keine Morde verüben, nie die Morde aufklären wird, die von Frauen verübt worden sind. Also, wer annimmt, alle Verschwörungstheorien seien falsch, läuft mit einer gefärbten Brille durchs Leben, wegen der er alle Verschwörungen übersehen muss. So kann nur ein Philosoph argumentieren. Ich will noch hinzufügen, Labeling erweist sich auch unter christlichen Vorzeichen natürlich als ein probates Machtinstrument, um bestimmte inhaltliche Positionen gleich als nicht diskussionswürdig zu brandmarken und einen entsprechenden Druck in der Diskussion aufzubauen. Und die Warnung vor Verschwörungstheorien bringt zudem im gesellschaftlichen Diskurs Sympathiepunkte. Aber das unterstelle ich den Schreibern hier nicht als Leitmotiv. Wobei natürlich die Verfasser auch das Risiko eingehen, dass ihre Mutmaßung über Verschwörungstheorien in christlichen Kreisen ihnen eines Tages selber als Verschwörungstheorie um die Ohren gehauen werden könnte. Aber wir tun so etwas natürlich nicht. Sondern wir suchen jetzt in dieser Frage zum Great Reset, wonach suchen wir? Wir suchen nach Indizien, nach Fakten, die offen zutage liegen. Und wir wollen dabei versuchen, möge es gelingen, zwischen Beobachtungen und Deutungen so weit wie möglich zu unterscheiden. Sie wissen, wie schwierig das ist. Und natürlich setzt der Rahmen eines Vortrags uns da auch gewisse Grenzen. Aber wir wollen es versuchen. Und ich möchte die Fragestellung nur noch einmal präzisieren. Ist die Verbindung von neuer Weltordnung und Great Reset und der damit verbundene Abbau demokratischer Strukturen, ist das eine herbeifantasierte Horrorgeschichte?
Oder gibt es echte Indizien, die wir ernst nehmen müssen und die wir dann auch auf solche Konsequenzen hin befragen müssten? Existieren solche Konzepte oder ist die Rede vom Great Reset nur ein Popanz, also ein künstliches Schreckensgebilde oder nur eine Chimäre, wie diese Mischwesen aus der griechischen Mythologie? Das müssen wir klären. Und ich möchte es versuchen, in einigen Punkten unseren Gedankengang nun aufzubauen. Das Erste, was wir klären müssen, ist, dass wir feststellen, dass es einen offensiven Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte gibt. Es gibt einen offensiven Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte, die sind einfach da. Und das bekannteste von ihnen ist jenes Buch von Klaus Schwab und Thierry Malleret, Covid-19, der große Umbruch, veröffentlicht in Genf 2020. Bei diesem Buch handelt es sich um eine Handlungsanweisung, wie man die Corona-Krise nutzen könne, um endlich die große Transformation, das heißt den globalen ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Umbau, einen Schritt weiter voranzubringen. Die treibende Kraft dahinter ist dieser Herr, Klaus Schwab, 81 Jahre alt, und er macht den grundsätzlichen Anspruch seiner Veröffentlichung deutlich, wenn er sagt, die Welt, wie wir sie, Seite 12, also immer wenn ich nur Seitenzahlen nenne, bezieht es sich auf dieses Buch. Eine Sekunde, jetzt mal schon zu weit. Nochmal zurück. So, bleiben wir erst nochmal bei diesem Bild. Seite 12, da sagt er, die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Es kommen derart radikale Veränderungen auf uns zu, dass manche Experten bereits von der Zeit vor Corona, BC, und nach Corona, AC, sprechen. Also nicht BC für Before Christ und AC Antichrist, sondern, oder After Christ, sondern vor Corona und nach Corona. Und auf Seite 18 fügt er dem hinzu, natürlich sei die Pandemie kein Krieg, aber das Ausmaß ihrer transformativen Kraft ist vergleichbar. Also Covid-19 hat eine transformative Wirkkraft wie ein Krieg. Beide haben das Potenzial einer transformativen Krise von bisher unvorstellbaren Dimensionen. So Originalton Schwab. Schwab hat dieses Buch und dieses Konzept vorgelegt im Juni 2020. Schon da war längst deutlich, dass die reale medizinische Situation weit entfernt gewesen ist von den ursprünglich prognostizierten Katastrophenszenarien. Es ist so interessant, dass wenige Tage bevor der erste Lockdown kam, das Bundesgesundheitsministerium sagt, wer behauptet, es kämen drastische Maßnahmen, verbreitet Verschwörungstheorien. Dann wurde plötzlich der Schalter völlig umgelegt und sofort hieß es aus bestimmten Kreisen, sehr, sehr schnell, wir werden nie mehr zu den alten Zuständen zurückkehren. Woher wussten die das? Woher wussten die das so schnell? Zwei aktuelle Zahlen nur. Die Infection Mortality Rate, also die Infektionssterblichkeit, liegt laut Professor John Ioannidis, der dazu umfassende Prüfungen angestellt hat, bei 0,15%. Und eine weitere wichtige Veröffentlichung hat uns am 30. April, also das ist noch ganz frisch, ich nenne jetzt nur diese beiden Beispiele, der Beirat des Bundesministeriums für Gesundheit gegeben, also nicht das Ministerium selbst, sondern der Beirat, schreibt am 30.04., und ich bitte Sie, das genau zu hören, nachdem man die Analyse der Professoren Augurski und Busse zur Situation in den Krankenhäusern erwogen hatte, im Jahresdurchschnitt waren 4% aller Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt. 4%, schreibt im Jahresdurchschnitt, schreibt der Beirat, nicht eines Verschwörungsgremiums, sondern des Bundesministeriums für Gesundheit. Und weiter, die Mitglieder des Beirats betonen, dass die Pandemie zu keinem Zeitpunkt die stationäre Versorgung an ihre Grenzen gebracht hat. Zitat Ende. Das, was unsere Ärzte uns auch immer wieder gesagt haben. Es wundert einen nicht, dass sie diese Meldung im ZDF-Heute-Journal,
bei ARD nirgendwo gehört haben. Aber sie haben gehört und sie erinnern sich dran, wie ständig auf uns eingehämmert wurde mit den Meldungen, die Intensivstationen stehen kurz vor dem Kollaps. Das ist die offizielle Aussage des Beirats des Bundesministeriums für Gesundheit. Und jetzt verstehen wir umso besser, warum viele den Eindruck erwecken, aber schon seit langem, dass sie alles tun, um ja das Gefahrenpotenzial oder das vermeintliche Gefahrenpotenzial in den Augen der Bevölkerung hochzuhalten. Also man hat den Eindruck, jede gute Nachricht ist in deren Augen eine schlechte Nachricht. Und auch jetzt bei der Pressekonferenz am 12. Mai hat der Bundesgesundheitsminister, nachdem er jetzt sogar deren Zahlen zurückgehen, was gesagt? Er hat gewarnt vor zu viel Zuversicht und er hat damit gedroht, man könne auch gleich wieder Beschränkungen einführen. Verstehen Sie? Das ist übrigens auch das Narrativ der Kanzlerin konsequent durch all die Monate hindurch gewesen. Nur keine Hoffnung machen. Nur wenn ein Termin verstrichen war, sofort das nächste Bedrohungsszenario aufzubauen. Warum? Auch Schwab sagt, man müsse die Gelegenheit jetzt nutzen und man dürfe sie nicht mehr aus der Hand geben. Das kann man nachvollziehen, wenn man diese Perspektive ernst nimmt. Er schreibt auf Seite 292, es ist unsere Pflicht, jetzt den Stier bei den Hörnern zu packen. Die Pandemie bietet uns diese Chance. Sie stellt ein seltenes, aber enges Zeitfenster zum Umdenken, Neuerfinden und Neustarten unserer Welt dar. Da zitiert Schwab sich selbst, er hat das schon am 3. März 2020 geschrieben. Diesen Satz, jetzt neu starten, das heißt, bevor das ganze Theater hier überhaupt losging. Und dann fährt er fort, wird die Pandemie die Tür zu einer besseren Zukunft haben, wird es uns gelingen, unser globales Heim in Ordnung zu bringen, werden wir den großen Umbruch in Gang setzen? Ein Neustart ist eine ehrgeizige Aufgabe. Wer ist wir? Wer ist uns. Wer will da so fürsorglich sich um uns kümmern? Und weiter fährt er fort, auf Seite 298, den Segen des Lockdowns zu feiern, kann aus den Lockdowns eine bessere Gesellschaft hervorgehen? Der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Amartya Sen glaubt, dass die Notwendigkeit, gemeinsam vorzugehen, kann sicherlich zu einer Wertschätzung der konstruktiven Rolle öffentlichen Handelns führen. Das heißt, die Bevölkerung wird sicherlich umso mehr schätzen und sehr dankbar sein, wie wunderbar der Staat sie durch diese Zeit geleitet hat. Der Lockdown als Jungbrunnen einer Gesellschaft. Fragen Sie die Kinder, fragen Sie die depressiven Menschen, fragen Sie die Angehörigen der Selbstmorde, fragen Sie die, deren Krebsoperationen nicht stattgefunden haben, fragen Sie die, die an Herzinfarkten gestorben sind oder Schlaganfälle nicht angemessen behandelt bekamen. Ein Hoch auf den Lockdown. Diese Überlegungen von Herrn Schwab würden auch erklären, warum einige Protagonisten offensichtlich alles tun, um der Pandemie ein möglichst langes Leben zu bescheren. Und dann wird ganz deutlich gesagt, nein, Normalität darf es nicht geben und wird es nicht geben und kann es nicht wieder geben. Also das war die Erklärung des Beirats. Und hier nochmal das Buch. Viele von uns, so Schwab, fragen sich, wann sich diese Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet, niemals. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst, sagt Herr Schwab. Verstehen Sie, das ist die Dimension. Die Protagonisten dieser Transformation geben natürlich vor, mit dem Plan, dem Wohl der Menschheit zu dienen und dass ja eigentlich alle nach dieser Umwandlung lechzten. Und dabei habe die Pandemie in ihren Folgewirkungen etwas sehr Hilfreiches. Zitat, Seite 183, unsere unterschwellige Furcht davor, mit einem Virus infiziert zu werden, wird somit den unerbittlichen Marsch der Automatisierung beschleunigen. Wie praktisch. Wir brauchen Automatisierung, wir wollen Automatisierung. Jetzt haben wir die Angst. Jetzt muss ich das einprägen als unterschwellige Furcht. Vera Lengsfeld, die als Dissidentin der DDR-Diktatur entgegentrat, hat dieses Buch kommentiert und sich an bekannte historische Vorbilder erinnert gefühlt.
Sie wissen, Vera Lengsfeld war auch beim DDR-Staat für ihre Dissidententätigkeit zwischenzeitlich inhaftiert worden und dann nach England ausgewiesen. Sie sagte, ich habe das Buch gelesen und mir ist nicht nur bei den oben zitierten Stellen die Kinnlade heruntergefallen, wie einst im Kommunistischen Manifest oder noch besser in Lenins, was tun und wie soll man den Wettbewerb organisieren, steht hier genau, was mit wem geplant ist und wer die Verlierer sein werden. Das Buch ist im stalinistischen Geist des, wo gehobelt wird, da fallen Späne geschrieben. Nur die Sprache hat sich verändert. Sie ist nicht mehr klassenkämpferisch und aggressiv, sondern sanft. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Die Sucht nach Weltherrschaft heißt nicht mehr so, also Sucht nach Weltherrschaft, sondern kommt schmeichelnd als Global Governance daher, als Führung in eine neue Welt, die weniger vergiftet, weniger destruktiv, viel inklusiver, gleicher und fairer sein solle. Das sind Vokabeln, die Schwab ständig verwendet. Die honorige Vera Lengsfeld, eine ausgewiesene Journalistin, während des Umbruchs hat sie die Grünen in der ehemaligen DDR mitgegründet, dann später zur CDU gewechselt. Sie wird in dieser Verschwörungswarnung von Wilfried Plock als eine kritische Quelle aus der rechten Ecke bezeichnet. Ebenso wie Boris Reitschuster. Also das sind die Quellen aus der rechten Ecke, ob das stimmt oder nicht. Ich bitte Sie, studieren Sie einfach mal die Homepages. vera-lengsfeld.de und reitschuster.de. Reitschuster ist ein Schüler des Fokus-Gründers Mark Ward, war viele Jahre lang in Moskau als Fokus-Korrespondent tätig und ist ein Experte in der Auseinandersetzung mit Putin. Also es ist schon interessant, den jetzt plötzlich in die rechte Ecke zu schieben in einer evangelikalen Publikation. Das ist auch eine Verschwörungstheorie. Und ein letztes Stichwort will ich noch sagen. Das Menschenbild hinter diesen ideologischen Plänen zum weltweiten Totalumbau entspricht dem evolutionistischen Transhumanismus. Wir können das jetzt nicht vertiefen. Aber dieses Konzept wird Ihnen häufig in diesem Kontext begegnen. Der Transhumanismus will die biologischen Grenzen menschlicher Möglichkeiten durch den Einsatz pharmakologischer und technologischer Verfahren erweitern. Es gibt im Bereich des Transformatismus viele verworrene und verspinnerte und naive Ideen. Aber der Philosophieprofessor Sören Hoffmann gibt dennoch zu bedenken, Zitat, man müsse die Tatsache ernst nehmen, dass gerade Technologiegiganten wie Google Jahr für Jahr Milliardenbeiträge in Projekte investieren, deren Ziel die Verschmelzung von Mensch und Maschine und dabei zum Beispiel das elektronische Auslesen von Gedanken ist. Also Transhumanisten glauben gut evolutionistisch, dass durch die Fusion mit Technologie eine höhere Stufe der Menschheit erreicht werden könne. Der Mensch übersteigt sich selbst. Und so wird der Turmbau aus Babylon einfach mal in Silicon Valley nach San Francisco verlegt. Gut zu wissen, wie das in Babel ausgegangen ist. Aber ich verweise deshalb auf das Beispiel Google, weil Sie daran sehen, dass es sich bei diesen Konzepten eben nicht nur um die Fantasien eines weißen alten Mannes handelt. Schwabs Buch ist zwar besonders populär geworden, aber es ist kein Solitär, sondern es ist eingebaut in ein größeres Mosaik. Und zum Beweis möchte ich Ihnen eine Veröffentlichung des Bundesministeriums für Umwelt nennen, die sogenannte Smart City Charter, digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten. Das ist es ja, was auch Schwab unterstützt. Er sagt, wir brauchen die Digitalisierung. Und deswegen brauchen wir auch Social Distancing, weil es die Leute zur Digitalisierung zwingt. Nun, das hat nicht Herr Schwab geschrieben, sondern das ist in einem Projekt herausgegeben worden, welches das Bundesministerium für Umwelt verantwortet, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzleramt und anderen Institutionen. Und dort, in dieser Smart City Charter, heißt es folgendermaßen, ich zitiere. Es geht also zunächst mal darum zu zeigen, dass Informationen über alle Ressourcen, es macht es weniger Sinn, etwas zu besitzen. Vielleicht wird Privateigentum in der Tat ein Luxus. Das ist schon mal die Überlegung. Es könnte sein, dass Privateigentum ein Luxus wird. Märkte seien als Informationssysteme einfach zu schwach, weil sie nur übermitteln, was gekauft wird und nicht warum. Man müsste aber wissen, warum wir das kaufen, was wir kaufen. Diese Informationslücke würden künftig Sensoren schließen. Und
Die eigentliche Sensation dieses Textes aus dem Bundesumweltministerium kommt dann unter dem Stichwort Post-Voting Society. Also in welche Richtung wollen wir unsere Kommunen nachhaltig verändern? Wir wollen eine Post-Voting Society, das heißt eine Gesellschaft in der Zeit nach dem Wählen. Und dort steht, da wir genau wissen, nämlich durch die Sensoren, was die Leute tun und möchten, gibt es dann weniger Bedarf an Wahlen, Mehrheitsfindung oder Abstimmungen. Verhaltensbezogene Daten können Demokratie als das gesellschaftliche Feedbacksystem ersetzen, schreibt das Bundesministerium für Umwelt. Das heißt, wir haben ja dann die Daten verhaltensbezogen, also brauchen wir nicht mehr Wahlen und Abstimmungen. Wir wissen sowieso, was ihr wollt. Wir kennen euch viel besser als ihr. Und im Übrigen, beachten Sie mal die Sprache. Deine Sprache verrät dich. Hier werden Wahlen lediglich als gesellschaftliches Feedbacksystem benannt. Wahlen sind aber nicht ein gesellschaftliches Feedbacksystem, so wie man dem Professor noch einem Seminar mal ein Feedback gibt, sondern Wahlen sind ein Hoheitsakt, in dem wir darüber entscheiden, wer die Macht bekommt und wer nicht. Und ein Hoheitsakt der Bürger wird umgedeutet und verharmlost zu einem Feedback-Vorgang, in dem wir den Herrschenden doch mal ein Signal geben können, wie wir möglicherweise über ihr Handeln denken. Und diese quasi sozialistische Perspektive der Enteignung wurde von einer EU-Abgeordneten aus Dänemark wiederholt formuliert, übrigens veröffentlicht vom WEF, also vom World Economic Forum. Sie schreibt dort, Ida Auken heißt sie, willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt, oder sollte ich sagen unserer Stadt. Ich besitze gar nichts. Ich besitze kein Auto, ich besitze kein Haus. Denken Sie an die Debatte, die neulich von den Grünen angestoßen wurde. Ich besitze keine Geräte und keine Kleidung. Ist auch nicht nötig, denn alle Bewohner haben ja kostenlosen Zugang zu allen Dingen. Einkaufen gehen wird auch zunehmend unnötig. Manchmal möchte ich einfach, dass der Algorithmus das für mich erledigt. Er kennt meinen Geschmack inzwischen besser als ich. Gut, dass es einen Algorithmus gibt, dann brauchen Sie nicht mehr selbst zu entscheiden. Aber Sie können es auch irgendwann nicht mehr. Verstehen Sie, ich trage Ihnen das hier vor, um deutlich zu machen, das sind Amtsträger, es sind machtvolle Institutionen, die mit diesen Gedanken spielen. Wir wissen ja nicht, ob es so kommt. Gott kann ja auch geben, dass das noch verhindert wird. Aber was mich wundert, jetzt könnten Sie mal raten, wann diese Veröffentlichung erschienen ist, bereits im Mai 2017. Haben Sie irgendetwas darüber gehört? Das hat man mal versteckt, so in einer Broschüre des Bundesumweltministeriums. Und jetzt verstehen wir im Nachhinein, in welche Richtung das zielt. Und auch andere haben wiederholt die Nützlichkeit der Corona-Pandemie, ich nenne es jetzt mal so, betont. So der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem Interview mit der Neuen Westfälischen im August 2020 schon sagte Schäuble, die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Das heißt, wir haben diesen Ausnahmezustand und plötzlich können wir Projekte über die Linie schieben, die uns im Rahmen der normalen demokratischen Situation sonst nicht möglich gewesen wären. Ich will die Pandemie nicht verharmlosen, sagt Schäuble, wenn ich feststelle, große Krisen sind große Chancen. Ja, wer hätte das gedacht? Und es bleibt natürlich noch die Frage von Wilfried Klock offen, was denn nun die Kanzlerin damit zu tun hätte, die hier so freundlich den Herrn Schwab begrüßt. Nun, sie hat eine ganze Menge damit zu tun, weil sie sich regelmäßig auf dem Weltwirtschaftsforum bewegt. Ich lese einen kurzen Auszug aus ihrer Rede vom 50. Jahrestreffen des WEF am 23. Januar 2020 in Davos. Meine Damen und Herren, vor allem aber sehr geehrter Herr Professor Schwab, Sie haben gesagt, dass ich das 12. Mal hier bin. Und sie gratuliert dann von Herzen und sagt, das Forum hat sich ja selbst das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Zustand der Welt zu verbessern. Und dann kommt dieser berühmte Satz, der auch durch die Medien ging. Aber meine Damen und Herren, das sind natürlich Transformationen von gigantischem historischem Ausmaß. Diese Transformation, sagt die Kanzlerin, bedeutet im Grunde die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Industriezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren zu verlassen. Also die Kanzlerin sagt, es sei nötig, und ich wiederhole nochmal, die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens in den nächsten 30 Jahren zu verlassen. Die ersten Schritte sind wir schon gegangen und zu völlig neuen Wertschöpfungsformen gekommen. Und dann war da noch
Die dritte Person, Annalena Baerbock. Was hat die mit Herrn Schwab und Frau Merkel zu tun? Nun, Annalena Baerbock gehört zu den vom WEF geförderten Young Global Leaders. Also schauen Sie einfach mal nach auf der Homepage Young Global Leaders, WEF, dann sehen Sie, dass Annalena Baerbock vom WEF gefördert, aufgebaut wird und dass da auch ganz eindeutige Kontakte stehen. Aber alles natürlich nur Verschwörungstheorie. Und offensichtlich sind für diese Funktion auch genauere wirtschaftliche Zusammenhänge, die man kennen muss, nicht unbedingt erforderlich. Sie haben das vielleicht mitbekommen, dass Frau Baerbock neulich in einer Debatte die SPD zur Urheberin der sozialen Marktwirtschaft mal kurz erklärt hatte. Interessant, dass Ludwig Erhard irgendwann als Leiche nochmal die Partei gewechselt hat. Also so viel zur Wirtschaftskompetenz. So, bleibt noch eine letzte Frage, nämlich nach dem neomarxistischen Zusammenhang. Und jetzt wird es nochmal sehr spannend. Eigentlich hatte man ja Wirtschaftsbosse als natürliche Koalitionspartner der Konservativen erwartet. Aber das ist lange vorbei. Sie haben das bereits gesehen bei der ganzen Gender-Debatte. Mir war immer wieder aufgefallen, dass die Gender-Ideologen aufs Heftigste unterstützt wurden von den Industriekapitänen. Da habe ich das zum ersten Mal gemerkt. Bestand natürlich auch das Interesse daran, die Frauen weg von den Familien und hinein in die Arbeitsverhältnisse zu holen. Aber dieser Trend hat sich sehr deutlich fortgesetzt und ist inzwischen als ein prägendes Muster erkennbar. Das war das Jahrestreffen in Davos. Ich möchte hinweisen auf einen Artikel des Historikers David Engels. David Engels hat ein altes Stichwort wieder aufgenommen, um diese neue Koalition zu beschreiben. Nämlich die Koalition zwischen ökosozialistischen Zielen auf der einen Seite und Globalökonomie auf der anderen. Und er sagt, das ist nicht verwunderlich, dass sich das jetzt so zusammenfügt. Deswegen verwendet er dafür diesen alten Begriff von Oswald Spengler, nämlich Milliardärssozialismus. Man hat einen gemeinsamen Gegner. Die Vertreter der grünen Ideologie und das Großkapital haben einen gemeinsamen Gegner und das ist, Sie wissen es, jene Gruppe, die in diesen 14 Monaten systematisch zerstört wird, nämlich der Mittelstand. Es geht um die Ausschaltung des Mittelstandes und der Mittelstand ist der klassische Träger bürgerlicher und demokratischer Ideale. Der Mittelstand trägt die Demokratie, weil er unmittelbare Verantwortung des Einzelnen garantiert. Also der gemeinsame Gegner verbindet Ökosozialisten und Globalökonomen und beide wollen globalen Zentralismus. Beide wollen globalen Zentralismus, der eine mit ökonomischer Motivation und der andere mit ideologischer. Und das funktioniert, dieses Spiel über Bande, auch beim Thema Klima. Das Klima beziehungsweise die Deutung des Klimas dient sowohl der rasanten Verwirklichung weiterer Digitalisierung als auch der Ökodiktatur. Und Sie wissen, welche einschneidenden Maßnahmen auf uns zukommen könnten nach der nächsten Wahl. Auch hier verbinden sich diese Interessen. Die Greta-Sekte und das World Economic Forum haben sich längst miteinander verbündet. Und viele Konservative haben immer noch nicht gemerkt, dass das große Kapital längst die Seiten gewechselt hat. In allem wird deutlich, was Schwab schreibt, dass es Ihnen um nachhaltige Veränderungen nicht nur von Strukturen, sondern unseres Denkens geht. Und dann können wir dieses Feld endlich hinter uns lassen. Aber Sie müssen diese beiden Zitate noch hören. Das eine findet sich auf Seite 183, wo er das Ziel beschreibt. Unsere unterschwellige und möglicherweise anhaltende Furcht davor, mit einem Virus infiziert zu werden, wird den unerbittlichen Vormarsch der Automatisierung beschleunigen. Wie praktisch. Und dann auf Seite 234 lesen wir das nochmal ganz ähnlich. Auf Seite 234, aufgrund der Corona-bedingten höheren Angst, das betrifft jetzt auch die Gemeinden, mit völlig Fremden in einem geschlossenen Raum zu sitzen, könnte es sein, dass viele Menschen beschließen, sich in Zukunft den neuesten Film oder die Opernaufführung lieber zu Hause anzusehen, weil das am vernünftigsten ist. Also, wir hoffen, dass sozusagen ein Rest an Furcht zurückbleibt, damit die Gemeinschaft der Menschen weiterhin zerschlagen und verhindert werden kann. Das ist Programm. Verstehen Sie, das ist Programm.
Und nun könnte ein Einwand kommen, ja, aber unsere Freiheitstraditionen sind doch so stark und so stabil, dass totalitäre Konzepte sich niemals durchsetzen könnten. Ist das wirklich so? Und jetzt kommen einige weitere Beobachtungen und ich verspreche Ihnen, keine weitere Beobachtung wird so ausführlich entfaltet wie die erste. Aber das war eben die Basis dessen. Da bin ich Ihnen einfach doch eine einigermaßen seriöse Recherche schuldig gewesen. Das Zweite, was wir hier sehen, was unsere aktuelle gesellschaftliche Entwicklung kennzeichnet, ist die Beschneidung des öffentlichen Diskurses. Etwas einfacher formuliert, der Abbau der Meinungsfreiheit. Also unter dem Stichwort Political Correctness beobachten wir das ja schon seit Längerem. Und ich habe nochmal überlegt, dass doch in den Predigten so der letzten 5 bis 8 Jahre, denke ich, ich immer mal wieder mich gedrängt sah, auf diesen Befund hinzuweisen. Also wenn Sie mal ein bisschen in unseren Archiven stöbern möchten, jetzt kommt der Werbeblock, gehen Sie auf beg-hannover.de. Und dann werden Sie das eine oder andere finden, aber es ist meistens sozusagen als Illustration verwendet in bestimmten exegetischen Zusammenhängen. Sie werden das thematisch nicht so auffinden, Sie müssen einfach alle 3000 Predigten hören und dann kommen Sie irgendwann drauf. Aber die Beschneidung des öffentlichen Diskurses ist ja nicht so neu. Ich bringe Ihnen nur 2 Beispiele von vor 2 Jahren. Also, und das geht ja auch schon noch viel länger. Im April 2019 sah der Deutsche Hochschulverband, DHV, die Zeit gekommen, Meinungsfreiheiten an den Universitäten wieder einzufordern. Der Präsident des DHV beklagte, dass der erlaubte Meinungskorridor immer enger werde. Und im November 2019 hielt dann der Bundespräsident eine Rede vor der Hamburger Uni. Er betonte, es gebe weit und breit keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und dann hat er zugleich mit drohenden Worten jene gewarnt, die es wagen könnten, dazu eine andere Meinung zu vertreten. So viel Selbstwiderlegung war selten. Und es erinnerte einen schon fast an das Zitat von Idi Amin, der sagte, I guarantee freedom of speech, but not freedom after speech. Erkennbar ist diese Einschränkung des Meinungskorridors auch an der Verhinderung einer echten Corona-Debatte, an der Stigmatisierung von wissenschaftlichen Gegenpositionen als Verschwörungstheorie. Und denken Sie an die große Anzahl wirklich höchst renommierter Forscher, die in den verschiedensten Bereichen publiziert haben. Und Professor Bakhti ist ja nur einer von vielen, Hadic, Hockerts, viele andere. Unser Professor Homburg hier, der sich als Mathematiker immer wieder in die Statistikdebatten eingemischt hat. Professor Schrappe mit seiner großen Arbeitsgruppe aus Köln. Professor Püschel, einer der bedeutendsten Pathologen unseres Landes und so weiter. Die aber in der öffentlichen Debatte kaum vorkamen. Und auch da galt dann eben die Warnung der Kanzlerin, hören Sie nur auf unsere Quellen. Und ständig zu Wort kommt Herr Lauterbach zum Beispiel, vor dem immer wieder Ärzte gewarnt haben und gesagt haben, er solle bei seinen künftigen Äußerungen bitte nicht in Anspruch nehmen, Arzt zu sein, weil das nämlich durch den Inhalt seiner Äußerungen in keiner Weise gedeckt wäre. Hinzu kommt, dass der Verfassungsschutz, also es geht ja jetzt um die Frage des Meinungskorridors, dass der Verfassungsschutz, nochmal zurück, also wir befinden uns jetzt bei Punkt 2, die Beschneidung des öffentlichen Diskurses, dass der Verfassungsschutz einen neuen staatsfeindlichen Tatbestand definiert hat, nämlich es gibt jetzt den Tatbestand verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Was ist mit Delegitimierung des Staates gemeint? Sie wissen, das zielt auf die Proteste etwa gegen Corona-Maßnahmen, auf die Querdenker, das zielt auf Martin Kamphäus, wenn er zur Demonstration geht, und überlegen Sie mal, was ist das Kernanliegen vieler Demonstranten dort? Es geht Ihnen immer wieder, Sie haben immer, irgendwelche Chaoten haben Sie bei allen Demonstrationen dabei, wer die Antifa kennt, der weiß das. Das Kernanliegen ist doch die Verteidigung der in der Verfassung verbürgten Grund- und Abwehrrechte. Und genau diese Verteidigung wird nun umgedeutet in eine verfassungsfeindliche Haltung als Delegitimierung des Staates. Letztes Beispiel, weil wir weiter müssen, Beschneidung des öffentlichen Diskurses, denken Sie an die Protestaktion der 53 Schauspieler, die mit viel Witz und Werf
und dem Mittel der Ironisierung auf die Not hingewiesen haben, die unendlichen Menschen zugefügt wurde, und auf die anschließend ein derartiger massiver gesellschaftlicher Druck ausgeübt wurde, der eben viele dazu gebracht hat, wie in guten stalinistischen Zeiten, dann Selbstkritik zu üben, nach dem Motto Asche auf mein Haupt. Aber nicht alle, viele haben durchgehalten. Und man kann vor dieser Aktion der Schauspieler nur allergrößten Respekt haben. Und meines Wissens sind auch noch mehr als 30 Videos von den 53 übrig geblieben. Und ermutigend ist ferner, dass es nicht wenige gab, die die Künstler verteidigt haben und dass sich inzwischen auch viele Ärzte mit dieser Aktion solidarisiert haben und ihrerseits ähnliche Videos über YouTube veröffentlichen. Nun, ein dritter Faktor, der diese totalitären Tendenzen dokumentiert und abbildet, und das ist drittens die religiöse Aufladung politischer Positionen. Das muss ich jetzt sehr schnell machen, hier geht es um das Stichwort Zivilreligion. Im Gegensatz zur Postmoderne haben wir ja wieder fixierte Werte und Standards. Wir sind nicht mehr so postmodern, dass man sagen kann, anything goes. Darauf hat etwa Douglas Murray hingewiesen in seinem Buch Wahnsinn der Massen, wo er von einem neuen Glaubenssystem, einer neuen Physik spricht, einer neuen Metaphysik spricht, welche die Gesellschaft umfasst. Karl Baral, ein Theologe, hat das mit dem Begriff der Zivilreligion bezeichnet und darüber ein bedeutendes Buch geschrieben, Zivilreligion oder Christus Nachfolge. Das heißt, um es kurz zu machen, der Staat beschränkt sich eben nicht auf seine Ordnungsfunktion, Gesetze und Verfassung zu schützen, sondern mächtige Gruppen der Gesellschaft wollen den Bürgern jetzt vorschreiben, welche moralischen Entscheidungen gut sind und alle Abweicher möglichst als böse verfolgen. Das geht bis hinein in die Reglementierung der Sprache. Also das ist die Diagnose von Karl Barat, er nennt das einen Transfer von Sakralität in politische Werte. Das heißt, es werden bestimmte politische Positionen dogmatisch überhöht als die einzig erlaubte Wahrheit. Ob man den Genderismus unterstützt, ob man eine bestimmte Interpretation der Klimaentwicklung teilt, ob man Frau Merkels Migrationspolitik befürwortet, ob man den Islam für friedfertig hält, ob man die Ehe für alle für eine gute Idee hält, ob man Homosexualität als ein besonders verheißungsvolles Lebenskonzept begrüßt, ob man für möglichst weitgehende Abtreibungsrechte eintritt, ob man Black Lives Matter für eine tugendsame Kampagne hält. Das alles ist Teil dieser Zivilreligion geworden. Und Baral schreibt zu Recht, die Definition des Staatsbürgers ergibt sich dann aus der Teilhabe am gesellschaftlichen Glauben. Stützt du das? Gehörst du dazu? Also, ob du dazugehörst oder nicht, entscheidet sich nicht mehr daran, ob du das Grundgesetz akzeptierst, sondern ob du an diesen zivilreligiösen, dogmatischen Eckpunkten das Richtige meinst und vertrittst. Diese Zivilreligion hat per se totalitäre Züge. Ein Glaube für alle. Und das sehen Sie auch daran, dass diese Ideologie von der Kita bis zum DFB gepredigt und verkündet und eingefordert wird. Schauen Sie mal, welche Debatten zurzeit die Bundesliga-Kommentierung begleiten. Und auch die EKD, wie sich das für eine Zivilreligion gehört, hat jetzt natürlich, ist da hineingestimmt. Und ein besonderes Beispiel ist immer wieder Landesbischof bzw. EKD-Ratsvorsitzender Bedford Strom, aber er steht nur hier als leuchtendes Vorbild für die Menge seiner Funktionsträger. Und interessant, das will ich noch sagen, das Ganze ist erwachsen aus der Postmoderne. Man fragt sich, wie konnte das sein? Und wenn Sie den Gedankengang noch geschafft haben, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Schauen Sie mal, wovon war die Postmoderne gekennzeichnet? Die Postmoderne war gekennzeichnet von Beliebigkeit, totalem Relativismus. Und wie kommt es, dass jetzt der Umschlag erfolgt ist von dieser postmodernen Beliebigkeit hin zu einem neuen Fundamentalismus der Zivilreligion? Was die Grünen einfordern und viele in ihrem Gefolge mit intonieren, ist ein neuer Fundamentalismus. Die Zivilreligion hat fundamentalistische Züge. Wie konnte das aus dem Anything Goes erwachsen? Die Antwort ist gar nicht so schwierig. Diese postmoderne Beliebigkeit hat wozu geführt? Zu einem ethischen Vakuum. Es gibt keinerlei metaphysische Bezugspunkte, die für alle gelten, auf die sich alle beziehen können. Der Starke wie der Schwache, der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. Es ist in diesem Anything Goes ein völliges ethisches Vakuum entstanden. Wer setzt sich jetzt durch? Derjenige mit den stärksten Ellenbogen.
Jetzt gilt gesellschaftlich Survival of the Fittest. Wenn es keinen vorgegebenen metaphysischen Rahmen mehr gibt, dann entscheiden die stärksten Bataillone. Und die stärksten Bataillone haben in unserer Gesellschaft nun mal die 68er und der Neomarxismus, weil sie nach und nach beim Marsch durch die Institutionen die Schaltstellen alle besetzt haben, fast alle besetzt haben. So, und sie haben natürlich noch massive Unterstützung bekommen in ihrer Ausrichtung, durch die Wiedervereinigung und gewissermaßen das Stasi-Potenzial, was ebenfalls mit einer kommunistischen Gesinnung diesen Schub, den die 68er ohnehin schon entfaltet haben, beförderte. Und so ergibt sich natürlich auf dieses ethische Vakuum, das die Postmoderne hinterlassen hat, ein ungeheurer Druck eben des Neomarxismus, der dann schließlich in diesen zivilreligiösen Fundamentalismus mündet. Das ist meines Erachtens die Erklärung dafür, warum wir diesen krassen Umschlag haben vom totalen Relativismus zu diesem neuen zivilreligiösen Fundamentalismus, Survival of the Fittest. Und Sie sehen das auch daran, das hat Al Mohler in einem Aufsatz 2018 gezeigt, der amerikanische Theologe, was das für die Veränderung der Position der Christen bedeutet. Nehmen wir nur mal Beispiel die Position der Christen zum Thema Ehe für alle. Früher, bevor es zu dieser zivilreligiösen Konstituierung kam, da galten die Christen als etwas hinterwäldlerisch, etwas altmodisch, die haben das eben immer noch nicht begriffen, dass man in der Ehe treu sein soll und dass Mann und Frau und Kind so die dem Schöpfungsbild entsprechende Konstellation sein, naja, die wissen das eben nicht besser, belächeln wir sie. Der Fortschritt geht weiter. Inzwischen ist unsere Position mutiert von einer belächelten, überholten altmodischen Position hin zu einer staatsfeindlichen, diskriminierenden Position. Verstehen Sie? Es ist das erste Mal, schreibt Al Mohler, dass die christliche Ethik nicht mehr auf der Seite des Guten, wenn auch des belächelten Guten steht, sondern durch diesen Umschlag ist erreicht worden, dass die christliche Ethik erstmalig auf der Seite des Bösen, des Menschenfeindlichen, des Diskriminierenden steht, weil sie sich im Gegensatz zu diesem zivilreligiösen Fundamentalismus positioniert. Ein vierter Punkt. Also von wegen, das mit dem Neomarxismus sei nur eine Verschwörungstheorie. Ein vierter Punkt, vorletzter Punkt bei dieser Aufzählung. Die Relativierung der Gewaltenteilung und des Rechtsbewusstseins. Das ist eine ganz gravierende Beobachtung. Damit legt man die Axt an die Wurzel unseres Rechtsstaates. Ich möchte Ihnen im Vergleich dazu ein Zitat des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann vorlesen. Heinemann war von 1969 bis 1974 Bundespräsident, SPD-Politiker. Er gehörte zu den besonderen Förderern von Johannes Rau, der dann später Bundespräsident wurde. Und man spürt diese Äußerung von Gustav Heinemann noch sozusagen den Atem der Väter des Grundgesetzes ab, was sie mit dem Grundgesetz eigentlich bewirken wollten. Wie ist eigentlich die Machtverteilung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland? Bundespräsident Gustav Heinemann sagt Folgendes. Ein Volk, welches regiert wird von einer Macht, muss die Macht kennen, von der es regiert wird. Es, nämlich das Volk, muss diese Macht lenken und kontrollieren. Es muss der Macht in den Arm fallen, wenn sie Verbrechen begeht. Andernfalls wird es das Volk zum Mittäter. Also wenn sie einfach die Zerstörung des Rechts nur über sich ergehen lässt. Weiter, Dr. Heinemann, die Grundlage der Demokratie ist die Volkssouveränität und nicht die Herrschaftsgewalt eines obrigkeitlichen Staates. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung. Siehe Verordnung, siehe Bundesnotbremse. Nicht der Bürger steht im Gehorsamsverhältnis zur Regierung, sondern die Regierung ist dem Bürger im Rahmen der Gesetze verantwortlich für ihr Handeln. Der Bürger hat das Recht und die Pflicht, die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn er glaubt, dass sie demokratische Rechte missachtet. Und jetzt vergleichen Sie diese Rechtsbewertung des früheren Bundespräsidenten mit der aktuellen Situation in unserem Land. Der Bürger ist souverän, sagt Gustav Heinemann, und die operative Machtbasis der Demokratie ist das Parlament. Warum? Weil das Parlament der verlängerte Arm des Bürgers ist. Wir entscheiden und alle 4 Jahre neu. Die Exekutive aber, das heißt, das Kanzleramt und alle, die damit dranhängen, ist, wie der Name sagt, nur ausführendes Organ. Verstehen Sie, Exekutive bedeutet ausführendes Organ.
Das Parlament bestimmt, wo die Musik spielt. Das ist das rechtsphilosophische Verständnis, auf dem unsere Bundesrepublik und unser gesamtes Rechtssystem beruht. Und vergleichen Sie das bitte mit der realen Situation. Und das ist natürlich jetzt meine Bewertung, dass das Parlament als Diskussions-, geschweige denn Entscheidungsforum fast nicht mehr wahrnehmbar ist. Man hat den Eindruck, die Dinge sind alle schon längst entschieden, bevor sie ins Parlament kommen. Und sie werden dann abgenickt. Und jetzt ist sogar der Bundesrat noch als ein weiteres Abnickergremium dazugekommen. Die Ministerpräsidenten haben ihre Kritik und ihre schwerwiegenden Bedenken gegenüber der Verfassungsgemäßheit dieser vierten Verfassungsinfektionsschutzgesetzes benannt und zugestimmt. Umso verständlicher das Votum eines der höchsten Repräsentanten unseres Staates, der auch nicht im Verdacht steht, ein Verschwörungstheoretiker zu sein, Wolfgang Kubicki. Kubicki sagte in einem Interview mit Tüchis Einblick am 17.04., also im Vorfeld dieser Debatte zum IFSG: Wir leben in einer gefährlichen Phase der demokratischen Entwicklung, die sehr schnell umschlagen kann in einen neuen Autoritarismus. Verstehen Sie, Autoritarismus, das hat totalitäre Züge. Was wir für selbstverständlich gehalten haben, sagt der Bundestagsvizepräsident, nämlich Rechtsstaat, Demokratie und Meinungsfreiheit, muss täglich neu erkämpft werden. Und Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, dass im Vorfeld dieses Gesetzes der bekannte Richter Jens Gnieser einen leidenschaftlichen Post veröffentlicht hat, der dann durch die Berliner Zeitung verbreitet wurde. Er sagte, dieses IFSG dürfte es sich um das am tiefsten die Grundrechte einschneidende Bundesgesetz der letzten Jahrzehnte erhalten. Er sagt, das hat mit meinem Demokratieverständnis nichts mehr zu tun. Er hat dann auf die Willkür dieses Inzidenzkriteriums hingewiesen, hat darauf hingewiesen, dass der Rechtsweg für den einzelnen Bürger dadurch massiv erschwert wird, weil man gegen diese Bundesnotbremse eben nicht mehr vor Verwaltungsgerichten klagen kann, sondern nur diesen langwierigen Weg zum Bundesverfassungsgericht noch hat. Und ich habe in diesen Tagen dann mit einem renommierten Juristen gesprochen, der Gnieser persönlich kannte, und er hat mir das nochmal bestätigt, hat gesagt, es ist ein ganz besonnener Mann. Wenn der sozusagen die Bundestagsabgeordneten auffordert, dem Gesetz zu widersprechen, dann hat das schon etwas zu bedeuten. Es haben sich weitere Juristen zu Wort gemeldet. Auch gewichtige Mediziner im Vorfeld dieser Debatte haben fast verzweifelte Appelle an die Abgeordneten gerichtet. Der frühere Chef der Charité, Professor Krüger, der Vorgänger von Drosten, gemeinsam mit Professor Stör, dem ehemaligen Leiter des Pandemievorbereitungsprogramms der WHO. Sie haben den Abgeordneten nochmal wie einer Oberschulklasse die Unzulänglichkeit des Inzidenzkriteriums vor Augen geführt. Professor Schrappe mit seiner renommierten Arbeitsgruppe. Professor Schrappe hat geschrieben, es drängt sich der Eindruck einer neuen Notstandsverfassung auf, die medizinisch durch nichts gerechtigt wird. Und trotzdem hat der Bundestag mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Wenn man den Voten dieser Juristen folgt, befindet sich unser Land in einer der gefährlichsten Phasen seiner Geschichte. Weil das Rechtsgefüge nicht von Terroristen wie in den 70er Jahren, sondern weil das Rechtsgefüge von innen heraus angegriffen wird. Noch ein letzter Aspekt dazu. Wissen Sie, was ich für noch gefährlicher erachte? Das ist die sukzessive Veränderung des Rechtsbewusstseins in weiten Teilen der Bevölkerung. Dass diese Zusammenhänge den meisten Zeitgenossen gar nicht mehr bewusst sind. Verstehen Sie, das betrifft vor allem die Einstellung zu den Grundrechten. Die Grundrechte sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Die Grundrechte dürfen nur im allergrößten Notfall, also wenn Bomben einschlagen oder irgendein extremer medizinischer Notstand da ist. Aber das alles ist ja offensichtlich nicht der Fall. Offensichtlich nicht der Fall. Sondern die Grundrechte werden inzwischen gehandhabt als pädagogisches Instrumentarium und als politische Gestaltungsoption. Und jetzt wird davon gesprochen, dass man uns Grundrechte zurückgeben wolle, so als ob man das könne. Man kann uns nur etwas zurückgeben, was man uns nehmen durfte. Man durfte es uns aber niemals nehmen. Oder dass man sozusagen einen Deal macht, für jede Spritze ein Grundrecht zurück. Die Politologin Ulrike Guerreau hat es so formuliert am 30. April. Sie sagt, ich wehre mich gegen das Framing, also gegen diese Deutung, dass irgendjemand Grundrechte zurückgibt. Es ist ein Gnadenakt, für den man sich jetzt auch noch qualifizieren muss. Nur wenn ich geimpft bin, kriege ich etwas zurück. Aber etwas, was ich nie genommen bekommen habe, kann ich auch gar nicht zurückkriegen.
In einer Demokratie kann niemand der Rechte entledigt werden und kann sie schon gar nicht konditionierbar zurückbekommen. Niemand in einer Herrschaftsposition und schon gar nicht Herr Drosten oder das RKI kann aufgrund von irgendwelchen Daten entscheiden, du kriegst jetzt die Rechte und die nicht. Das ist ein Akt der Segregation, ein Akt der Diskriminierung nach Volkszugehörigkeit, nach Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Es ist ein Akt der Segregation durch jene, die geschworen haben, die Verfassung zu verteidigen. Und das Problem ist die persönliche Aufgabe, der Selbstaufgabe der Einzelnen, die dieses nicht mehr merken, die nicht mehr um ihre Grundrechte kämpfen, die sich dessen vielleicht auch gar nicht mehr bewusst sind, die irgendwann ihre Freiheit nicht mehr vermissen und umso leichter zum Opfer von Kontrolle und Fremdsteuerung werden. Noch ein letztes Zitat von Thorsten Hinz, ein blitzgescheiter Journalist und Autor, der am 7. Mai über diese Situation Folgendes schrieb. Im Zuge der Pandemiebekämpfung wird ein Kontroll- und Überwachungsregime installiert und das Zusammenleben unter Maßgabe willkürlicher Hygieneregeln neu organisiert. Die Population wird sortiert nach Geimpften und Nichtgeimpften, nach Erst-, Zweit- und Mehrfachgeimpften, im Verweigerern, getesteten, nicht getesteten Risikogruppen. So können die Menschen in eine ebenso dauerhafte wie künstliche Dynamik versetzt, gesteuert und fremdbestimmt werden. Verstehen Sie, das geschieht. Es ist eine ständige Ungewissheit, eine ständige Dynamik und je unsicherer die Situation, umso besser können die, die darüber befinden, aufgrund ihrer Machtposition steuern und fremdbestimmen. Und so dient nach meiner Überzeugung auch der Druck mit einer Impfung dazu, die Menschen fügsam zu halten und ihre Gemeinschaft weiter aufzuspalten. Und das, obwohl diese Impfung nur kurzfristig entwickelt, nicht ausreichend getestet und in ihrer Wirkung medizinisch hoch umstritten ist. Der Immunologe Professor Hockerts etwa spricht von einer Gentherapie. Und überlegen Sie, Gemeinden, die es morgen hinnehmen würden, dass sie positiv Getesteten, selbst wenn diese gesund wären, den Zutritt verweigern. Gemeinden, die das hinnehmen würden, einen Negativtest zur Bedingung für die Gottesdienstteilnahme zu machen. Solche Gemeinden würden es vermutlich übermorgen auch hinnehmen, dass sie Ungeimpfte vom gemeinsamen Gotteslob ausschließen. Und so mündet diese Kumulation, totalitärer Tendenzen in einen letzten Punkt, den ich hier benennen möchte, auf den das alles letztlich zielt. Und das ist die systematische Zerstörung von Gemeinschaftsstrukturen und zugleich Individualität. Verstehen Sie, das ist der feuchte Traum, der sich durch dieses Buch von Herrn Schwab zieht, den Menschen die Freude an der Gemeinschaft und den Mut zur realen Gemeinschaft auszutreiben und sie dadurch in das verheißene einsame Land der Digitalisierung zu locken. Und so sehr sie den überwachenden Sensoren und Institutionen blind vertrauen sollen, so sehr sollen sie dem Menschenbruder misstrauen und ihn als Gesundheitsgefahr wahrnehmen. Und so wird das Dogma des Social Distancing zum Gemeinschaftskiller, dem sich die Menschen unterwerfen. Und wissen Sie, dabei geschieht etwas ganz Gefährliches mit dem Menschenbild. Denn der Mensch wird reduziert auf seine Biologie, auf seinen amtlich dokumentierten, durch Checkkarte ausgewiesenen Gesundheitszustand, um nur ja nicht als Schädling das Volksganze zu belasten. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat vor einigen Wochen in der Neuen Züricher Zeitung von einem sanitären Terror gesprochen, der die Menschen anleitet, den Nächsten vor allem als Gefahr und Bedrohung wahrzunehmen. Und dann erinnerte er daran, dass doch gerade das Christentum früher nie den Kontakt zu Kranken gescheut habe, aber inzwischen sogar Gemeinden gegenüber gesunden Social Distancing praktizierten, weil irgendjemand ansteckend sein könnte. Agamben fragt, ob wir möglicherweise am Beginn einer neuen Gesundheitspflicht stehen. Und wie wichtig ist es, liebe Zuhörer, gerade in diesem Kontext, unsere Beziehung zu den Menschen in der säkularen Welt zu stärken. Und wir alle können sicherlich berichten von vielen besonderen missionarischen Anknüpfungspunkten, siehe bei der Demo, die sich gerade daraus ergeben haben. Auch darum müssen wir unsere Herzen und vor allem unsere Kirchentüren weit, weit aufmachen. Fazit. Es steht viel auf der Kippe in unserem Land und in ganz Europa. Es geht um etwas viel Dramatischeres als die Frage, ob das eine Verschwörungstheorie sei oder nicht. Das ist eine obsolete Fragestellung. Manche Strukturen, die wir hier sehen, sind uns von der biblischen Eschatologie her bekannt. Die Machtkonzentration, die besondere Verbindung von Weltherrschaft mit ökonomischen Gruppierungen, das ist wahr. Aber wir haben keine prophetischen Einsichten in Gottes Zeitplan.
Wir müssen beten, wachsam sein, ohne eigenmächtig Dinge vorwegzunehmen. Aber hier begegnen wir, und ich denke, das ist deutlich geworden, einem entschlossenen Herrschaftswillen. Einen Herrschaftswillen, der den Staatsbürger nicht als souverän adressiert, sondern als Untertan. Und dem entgegen steht der Herrschaftsanspruch Jesu Christi, dem allein wir völligen Gehorsam schulden und vertrauen. Und in dieser Bindung, und das ist jetzt das Entscheidende zum Schluss, in dieser Bindung an Christus gewinnen wir als seine Jünger die Freiheit, es geht um Freiheit, den beschriebenen Tendenzen entgegenzutreten und uns ihnen nicht zu unterwerfen. Und zuallererst uns ihnen nicht in unserem Denken zu unterwerfen. Und da sind wir sehr viel besser dran als andere Leute. Interessant, wie Thorsten Hinz seinen Artikel beschließt. Er schreibt, der Versuch, sich in einer zunehmend unfreien Gesellschaft als freier Mensch zu behaupten, ist die große kreative Herausforderung für die Zukunft. Das stimmt. Aber wir wissen, dass wir es nicht aus eigener Kraft tun müssen und tun können. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und so kommen wir zum Schluss. Ich fasse noch einmal diese fünf Aspekte totalitärer Tendenzen zusammen. Der offensive Selbstanspruch radikaler Veränderungskonzepte, die Beschneidung des öffentlichen Diskurses, die religiöse Aufladung politischer Positionen, Stichwort Zivilreligion, die Relativierung der Gewaltenteilung und des Rechtsbewusstseins, und schließlich die systematische Zerstörung sowohl von Gemeinschaftsstrukturen als auch von Individualität. Und damit steht am Ende dieser Sammlung von Indizien, Beobachtung und ja, ich gebe zu, auch Bewertungen schließlich, und damit schließen wir einen Auftrag. Das Gebot der Stunde ist der Mut zum geistlichen Kampf. Das ist das Gebot der Stunde. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und der Herr Jesus hat gesagt, Reich Gottes ist unser Thema, Lukas 12, Vers 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, weil du weißt, dass der Herr aller Herren und Könige aller Könige dir sein Reich versprochen hat und du schon jetzt im Schutz seines Reiches leben darfst. Darum fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das hat der Herr Jesus gesagt. Und damit schließt sich jetzt am Ende der Kreis zum ersten Vortrag, denn wir haben jetzt schon realen Anteil an diesem ewigen Reich unseres Vaters. Wir sind jetzt schon geborgen unter seinem väterlichen Schutz. Wir sind jetzt schon eingebunden in die Gemeinschaft seiner Herde. Und als solche, liebe Leute, lassen wir uns nicht auseinandertreiben. Wir lassen uns nicht auseinandertreiben. Und deswegen sind wir so froh, dass Sie heute alle da sind. Sondern wir versammeln uns in königlicher Freiheit erst recht, um den Namen unseres Herrn zu ehren und um sein Evangelium vor der Welt zu bezeugen. Ja, und wir suchen die Nähe zu unseren Zeitgenossen, ob sie gesund sind oder krank, sofern sie dies wünschen. Wir suchen diese Nähe, weil wir ihnen gegenüber eine Bringeschuld haben, bei der uns niemand vertreten kann. Wir glauben nicht an die Digitalisierung, sondern an den Auftrag Christi. Und ich möchte Ludwig Hofacker zitieren, der über seine Zeitgenossen gesagt hat, der württembergische Erweckungsprediger: Ich möchte schreien, dass man es vom Südpol bis zum Nordpol hört, dass die Menschen doch Gott fürchten und ihm die Ehre geben sollten, denn sie sind blind und benebelt vom Zeitgeist, vom Gott dieser Welt. Sie brauchen Jesus, genauso wie wir, weil Jesus die Machtfrage am Himmelfahrtstag endgültig entschieden hat. Ich komme zum Schluss. Ein Machtmensch par excellence war Kaiser Napoleon, diese widersprüchliche Figur. In seinen letzten Wochen verbannt nach Helena, 1821, letzte Gespräche mit seinem Freund, dem General Bertrand. Und nach dessen Bericht soll Napoleon Folgendes gesagt haben: Ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus kein Mensch ist. Oberflächliche Geister nehmen eine Ähnlichkeit zwischen Christus und den Begründern von Reichen und Göttern anderer Religionen wahr. Aber diese Ähnlichkeit existiert nicht. Zwischen dem Christenglauben und welcher Religion auch immer liegt die Kluft der Unendlichkeit. Ich, sagt Napoleon, selbst aber sterbe vor der Zeit. Und mein Leib wird der Erde wiedergegeben, damit ihn die Würmer fressen. Das ist das Ende des großen Napoleons. Welcher mächtiger Abstand zwischen meinem tiefen Elend und dem ewigen Reich Christi, welches gepredigt, geliebt und gepriesen und über die ganze Erde ausgebreitet wird. Und dann dieser berühmte Satz: Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben.
Ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent mir unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über die Völker und Kulturen. Zitat Ende. Und darum hören wir auch heute auf den Ruf dieses Christus und wir verlassen uns auf seine Verheißung. Mir ist gegeben, sagt er, alle Macht im Himmel und auf Erden. Herr Jesus Christus, wir brauchen dein Erbarmen und deinen Schutz und deine Bewahrung. Wir danken dir, dass du der Herr bist und dass deine Herrschaft unangefochten ist und war in allen Epochen der Geschichte und auch in unserer. Herr Jesus, wir sehen die Stürme, die durch diese Jahre hindurch jagen. Und wir sehen auch den Druck, den das auf unsere Zeitgenossen macht, auch uns, auf uns selbst. Aber wir danken dir dafür, dass du wirklich allmächtig bist, dass wir bei dir geborgen sind. Und dass du uns trotz des äußeren Drucks echte Freiheit, Freude und Gewissheit schenken kannst. Ja, und darum wollen wir dich immer wieder bitten, gib uns einen klaren Blick für die Situation und eine unverbrüchliche Treue zu dir, Herr, und zu denen, die du uns an die Seite gestellt hast. Herr, wir sind schwach, aber du bist allmächtig. Und deswegen werfen wir uns in deine Arme und verlassen uns auf deine Güte und Barmherzigkeit. Du lieber guter Herr. Amen. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte um Verständnis dafür bitten, dass ich jetzt nicht mehr sehr, sehr lange unter Ihnen und euch bleiben kann, weil ich morgen...